Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen bei Simulacra, einem etwas kürzeren Horrorspiel, weil wir sowas auf dem Kanal ja nicht so oft machen. Und ich würde einfach mal sagen, ohne große Vorkenntnisse steigen wir einfach mal rein auf Englisch. Okay, das ist sehr laut. Simulacra. Subtitles wären vielleicht wirklich ganz gut. Kann ich das nicht leiser machen? Okay, vielleicht geht das nicht. Ich setze mal, wir beginnen einfach. Willkommen, Anna. 3:15 Uhr am 15. August 2017. 7 Anrufe von Greg haben wir vermisst. Haben wir nicht angenommen. Ashley und 13 Messages. Okay, wir können scheinbar. Tobys Birthday. Ich weiß sein Birthday nicht. Zwei. Oh. Ja. 1 1 8 0 7. Am 18.07. vielleicht? Okay, das war sehr einfach. Ich schätze mal, wir gehen auf die Galerie. Und wir haben hier Videos. Und das ist immer das Gleiche. Okay, ich suche nicht nach dir, ist schon in Ordnung. Das hatte ich sowieso nicht vor. Nein, 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 lass mich zurück. Was ist mit meinem. Was? Was ist mit meinem Handy los? Nein, das will ich nicht. Okay. Ja. Ich habe bei diesem Spielchen Angst vor unglaublich lauten Jumpscares. Greg? Wirst du meine Anrufe wohl entgegennehmen? Bitte, komm schon. Das kann ich irgendwie nicht richtig lesen. Das ist eine verbuggte Nachricht. Wenn du als du durch mein Eigentum gelaufen bist. Ich bin nicht mal wütend. Ich bin nur enttäuscht. Aber ich weiß, du bist es. Also rede mit mir. Ich kann alles erklären. Ich werde dich erstmal abkühlen lassen. Hallo, ist schon eine Weile her. Wie fühlst du dich? Ich werde mich um alles kümmern, okay? Gib mir nur ein paar Tage und ich werde das alles aussortieren. Du kannst mich nicht für immer ignorieren, Anna. Kannst du aufhören, so emotional zu sein? Das ist auch für mich schwer. Es bist nicht nur du. Diese Scheiße ist schon bestrafend genug für mich, also brauche ich deine Scheiße jetzt nicht auch noch. Könntest du mich bitte für eine Minute anhören? Nur eine? Es ist vorbei. Du brauchst über nichts mehr Sorgen zu machen. Wir müssen in Person reden, also bitte antworte mir. Anna? Fuck this silent treatment shit! Oh, fuck it so much! I get it. Fuck it. But I get it. Get back to me when you're ready. I'm gonna give you a week. Okay? I wanna give you space. Okay. Sie haben gesagt, du bist heute nicht zur Arbeit gekommen. Und jetzt blockierst du meine Nachrichten. Wo bist du zum Teufel? Wer bist du? Wer bist du? Verarschst du mich, Anna? Du gibst mir stille Treppe, verschwindest und jetzt vergisst du auch noch, dass ich existiere? Ich bin nicht, wer du denkst, der ich bin. Wovon redest du da? Wenn das irgendein Trick ist, damit ich aufhöre, dich zu erreichen? Kannst besser als das, Anna. Du sagst immer, wir brauchen mehr als das, als ein paar. Also lass uns reden. Sie hat ihr Telefon verloren. Also bist du nicht Anna, wirklich nicht?
Wer ist das? Du bist nicht ihre neue Flamme, oder? Falls du es nicht gewusst hast, wir daten. Ich weiß ja nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie. Ja, also von dem einen Video, das ich gesehen habe, kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, ob sie süß aussieht, wenn sie gerade nicht heult und total verglitscht ist. Also, ja, ich verstehe schon. Also, kennst du Anna nicht? Warum hast du ihr Handy in der Hand? Das Handy war an meiner Treppe. Sie hat ihr Telefon bei irgendeinem Fremden gelassen? Komisch, warum würde sie das tun? Ich glaube, sie ist in Gefahr. Hä? Ist sie in Ordnung? Sie hat etwas Seltsames aufgenommen. Send mir dieses Video. Jetzt! Sollte ich das tun? Ja, warum? Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Okay, hier sind Bilder. Hier sind ganz viele Bilder. Ja, sie ist süß, auf jeden Fall. Und das ist Greg dann. Aber das Video brauchen wir. Und zwar. Warte mal, welches Video? Warte mal. Eine Sekunde. Eine Sekunde, Greg. Erst willst du es mir zeigen und dann nicht. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Warte eine Sekunde bitte, ganz kurz. Wo sind die Videos? Nein, jetzt nicht, bitte. Weil mich das erschrocken hat, okay. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und komm zum Punkt. Was ist hier los? Warum hast du nicht angenommen? Vielleicht wollte ich einfach nicht. Hilfst du mir oder nicht? Werd dir mal darüber im Klaren. Scheiße, irgendwas passiert hier. Ich versuch's später nochmal. Und du antwortest dann besser. Was passiert? Hello myself. This is video log number one. Supposed to just speak my mind. Whatever comes, no wrong answers. Nobody's gonna see this, so. Work has been pretty crazy lately, and I just needed an outlet of sorts. This is supposed to be therapeutic. Okay. Der erste Vlog. Warte mal, hat das nicht irgendjemand geschrieben? Wir haben hier noch Ashley. Das ist schon wieder passiert. Ein langer Tag, was? Lass mich raten. Es sind wieder die Meetings. Wie spät kann jemand zu einem Team-Meeting kommen? Eine halbe Stunde. Und ich werde schon vom Büro aus angerufen, wenn ich 5 Minuten länger Mittagspause machen möchte. Ganz genau. Der Boss-Editor zu sein, macht dich nicht zur Königin der Welt. Es war so oft die letzte Minute, dass ich schnell rennen musste wie ein Irrer. Hab alles stehen und liegen gelassen. Ich musste meinen Nachmittagslatte auslassen. Ich wurde etwas wütend und hab den Assistent wieder angeschrien. Scheiße. Das ist schon das zweite Mal, dass ich diese Woche mich nicht beherrschen konnte. Siehst du, du solltest etwas chillen und dich beruhigen. Nein, es ist meine Uhr. Ach so, ja. Ja, nein, es ist meine Uhr. Ich dachte, ich hatte sie mit mir, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich sie hingetan habe. Oh, willst du, dass ich mal bei mir nachschaue? Ist egal. Ich denke, ich werde sie schon irgendwo finden. Du würdest deinen Kopf verlieren, wenn du nicht an dir fest wäre. Willst du später noch rausgehen? Ja, bitte. Zum Vortex Club. Haha, okay. TTYL, was ich nicht weiß, was das heißt. Ich muss erst etwas erledigen. Ich bin auf dem Weg. Okay, hihihi. Warum bist du gegangen? Greg hat sich nicht wohl gefühlt. Du hast verpasst, mit mir zu tanzen. Okay, dafür beim nächsten Mal. Ich versprochen.
Naja, jedenfalls, es sieht so aus, als hättest du viel Spaß gehabt mit Viktor. Ich hab Spaß gehabt mit Viktor. Haha, Nacht, Nacht. Danke, dass du mir zugehört hast. Darum bin ich hier. Versuche etwas zu schlafen, okay? Ich kann es einfach nicht glauben. Scheiße. Weißt du, was er gerade getan hat? Oh, warte, sag's mir nicht. Lass mich raten. Er hat nicht den Toilettensitz hochgeklappt und dann gesagt, dass es deine Aufgabe ist, oder? Weißt du, das ist mir einmal passiert. Ashley? Tut mir leid, okay, sag's mir. Also, ich habe ihn etwas konfrontiert. Ich habe ihn wegen etwas konfrontiert. Und er hat's verschwiegen. Und er hat's, er hat gesagt, dass er es nicht gemacht hat. Oh Gott, das kann ich einfach nicht so richtig lesen. Also ich habe sein Handy genommen und es ihm, ich habe mein Handy genommen und es ihm gezeigt. Nee, ich hab sein Handy genommen und es mir angeguckt. Ernsthaft? Du hast sein Handy durchgeguckt? Das ist falsch, ich weiß. Ich bin nicht eifersüchtig normalerweise. Wirklich nicht. Aber da war eine Nachricht und ich habe einfach geguckt. Hey, ich verurteile dich nicht. Was immer es braucht, um auf jeden Fall sicher zu gehen. Immerhin weißt du es jetzt. Jetzt kannst du das Ganze gehen lassen. Alter, wie viel kommt hier noch? Okay, nicht mehr ganz so viel. Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Und er hatte ernsthaft die Nerven, mich zu beschuldigen, dass ich seine Privatsphäre breche. Er hat mich angeschrien. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Und das war das Ende. So war also der Streit zwischen Greg und Anna. Fühl ich von mir gedrückt. Also, was hat er gesagt, was er deswegen machen wird? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Es tut weh, darüber nachzudenken. Danke, Ashley. Wofür? Dafür, dass du zugehört hast. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist für dich, dass du das tust. Lol. Lass mich einfach wissen, falls du noch irgendwas brauchst, irgendwas. Okay, wir haben ja noch ganz viele Nachrichten verläufig. Sollte erstmal das tun, was ich denke, was richtig ist. Spark. Wenn es ein Like ist, dann wisch nach rechts. Wenn es ein Nope ist, dann nach links. Funken werden fliegen, wenn ihr beide nach rechts wischt. Fangt an, miteinander zu schreiben und lasst die Funken fliegen. Das ist also Tinder. Ich bin auf Tinder unterwegs und da hat Taylor mir was geschrieben. Taylor. Du magst es zu reisen, oder? Ich glaube, du solltest dich die Reisefrau nennen, verstehst? Komm schon, lach. Willst du nicht mal aus Mitleid lachen? Ich nehme einfach mal an, dass du damit beschäftigt bist, die Welt zu retten. Wäre es Catcalling, wenn ich dich eine Katze nenne? Ich habe eine große Nacht des Dates geplant mit ihm, ihr oder es. So groß, dass vielleicht sogar für dich Platz ist. Ich bin gerade nicht Anna. Rollenspiele, das mag ich. Ich werde deine Krankenschwester heute Nacht sein. Doktor, mein Puls. Was stimmt mit meinem Puls nicht? Hat meine Krankenschwester einen Namen? Rosita. Rosita, wir sind Rosita, die Krankenschwester. Das hört sich rosig an. Warte. Dieses Rollenspiel-Ding, das hört sich überhaupt nicht nach dir an. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Ich wusste, dass du nicht anders sein kannst. Kannst mich nicht verarschen. Also, wer bist du? Ich kenne Anna nicht und sie mich auch nicht. Und du hast ihr Telefon, weil es ist irgendwie auf meiner Treppe gelandet. Irgendein totaler Random hebt einfach das Handy auf und antwortet jemandem bei Spark-Nachrichten. Ist das nicht irgendwie ein bisschen creepy? Würdest du nicht das Gleiche machen? Na klar, das ist cool. Solange wie du ihr das Telefon wiedergibst, du wirst es ihr doch wiedergeben, oder? Wenn du weißt, wo sie ist.
Der gesamte Punkt von Spark besteht darin, dieses Mädchen zu treffen. Bin noch nicht dabei, da bin ich noch nicht angekommen. Wir haben es für Wochen versucht. Ich hatte echt gedacht, meine Catcalling-Spruch würde funktionieren. Stimmst du nicht zu? Ja, sie sind wirklich Bombe. Ja. Ich glaube, sie wird dem zustimmen. Sie wird der Richter dafür sein. Sprich gut von mir, wenn sie zurückkommt, okay? Mein Name ist Taylor Perara. Sag ihr, dass ich warte. Und ich habe gerade schon gesehen, das Spiel saved auch automatisch. Das ist gut, weil ich werde das hier doch in Parts unterteilen. Weil ich glaube, für einen Einteiler ist das Spiel ein bisschen zu lang. Okay, Taylor ist offline. Jetzt treiben wir mit ganz vielen Typen scheinbar auf Spark. So, habe ich jetzt überhaupt? Ja, in der Galerie. In der Galerie hätte ich mir vorher nochmal. Warte, ich muss Greg das Video senden, oder? Oh, okay. Alter, ich habe mich schon wieder erschrocken. Das ist so laut. Warte, warte, warte. Ich send. Ach, Taylor, jetzt nerv doch mal nicht. Anna, bist du da? Nein. Es ist immer noch mit mir. Das ist eine Minute vergangen. Eine ganze Minute. Dieses Warten bringt mich um. Okay, Mädchen verliert ihr Handy. Da muss es irgendwie noch ein bisschen mehr geben. Warum würde Anna nicht mit ihrem eigenen Handy anrufen jetzt, mittlerweile? Hast du ihre Nachrichten kontrolliert? Achso, nee, warum würde Anna nicht ihr eigenes Handy anrufen? Hast du es mal kontrolliert? Ja, klar. Natürlich hast du das. Also, was hast du rausgefunden? Greg sucht nach ihr. Greg, wer ist Greg? Ich erzähle ihm jetzt alles. Es ist mir scheißegal. Wenn ich hier schon irgendwie das Handy von einer verlorenen Frau habe, dann kann ich mir meinen Spaß auch erlauben. Ich erzähle ihm jetzt davon. Ich bin die Snitch. Ihr Freund. Also Taylor. Sorry, Mann. Oh Gott, da wird ein Jumpscare kommen, glaube ich, wenn man das Snitch ist hier. Irgendwas richtig Lautes. Sie hat mir das nie erzählt. Ein Grund mehr, sie wirklich zu treffen, oder? Jetzt habe ich eine Konkurrenz. Sonst noch irgendwas? Ich arbeite noch dran. Ich verstehe. Das muss viele schmutzige Details beinhalten. Momentan nicht viel, worüber man noch reden könnte, okay? Ja, dann lass uns das fürs nächste Level aufbehalten. Du gräbst doch ein bisschen tiefer. Ist ihre E-Mail offen? Oh, wie ist sie auf Jabba? Was ist Jabba? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen Einbruch in die Privatsphäre? Muss ich das wirklich tun? Schon auf dem Weg. Komm schon, was ist, wenn sie unsere Hilfe braucht? Sag ihr einfach, es war meine Idee. Ich kann die ganzen Danksagungen auch nachher später noch bekommen. Wenn du irgendetwas findest, dann möchte ich, dass du es mir sagst. Ich werde hier warten. Okay. Ich sende Greg jetzt das Video. Oh, hör auf, mich anzurufen, Mann. Hör auf damit, lass das sein. Ich bin beschäftigt. Wir verlieren Zeit. Wer auch immer du bist, ich brauche deine Hilfe, das ist nicht gut. Sie geht nicht an die Tür und sie ist auch nicht auf Arbeit gerade. Sie sagt immer Bescheid, wenn sie nicht kommt. Sogar wenn sie 5 Minuten zu spät kommt. Nun ja, sie hat nun mal ihr Handy verloren. Ich denke, wir finden. Ich denke, sie hätte einen Weg gefunden, ihr Büro anzurufen. Zu dieser Zeit nicht ein einziges Wort. Das ist überhaupt nicht so, wie sie normalerweise ist. Dieses Video, was du behauptest, gesehen zu haben, ist das wirklich Anna? Nur Make-up, was ihr Gesicht runterrennt. Oh, ich will ja so ein großes Arschloch, will ich auch nicht sein. Sie ist das auf dem Wallpaper, richtig? Und sie hat nichts darüber gesagt, wo sie ist oder was mit ihr passiert ist. Sie hat gesagt, man soll sie nicht finden. Was zur Hölle? Ich schwöre dir, wenn du diese Scheiße nur erfindest, verdammt. Wer bist du überhaupt genau? Okay, ich weiß, wie das alles aussieht. Ich bin Greg Summers, Annas Freund.
Wir hatten einen kleinen Streit und jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Right. Ich meine, ich weiß ja, dass es tatsächlich stimmt, aber gut. Irgendetwas in ihrer Handytasche, was darauf hindeutet, wo sie ist. Ihr Jabber. Sie updatet es immer. Kannst du mal nachsehen, wohin sie gegangen ist? Du willst, dass ich sie stalke? Hey! Vielleicht passiert dir etwas. Du guckst nur einmal kurz bei Jabba rein und dann können wir sie praktisch zurückverfolgen. Nur um zu sehen, ob sie auch wirklich in Ordnung geht. Ich brauche einfach nur ein persönliches Gespräch mit ihr. Wie lange redet sie schon nicht mehr mit dir? Wochen. Wir hatten einen Streit. Ich bin nur der Gute. Ich habe versucht, ihr Zeit und Raum zu geben. Und jetzt behandelt sie mich, als würde ich nicht existieren. Und langsam geht's mir auf den Sack. Es hat geklopft. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich glaube, es hat geklopft. Glaubst du, sie ist vielleicht schon über dich hinweggekommen? Das bezweifle ich. Wenn sie Schluss machen möchte, sollte sie es mir wenigstens ins Gesicht sagen. Sie hat Spark auf ihrem Telefon installiert. Du verarschst mich, oder? Sie geht wirklich schon weiter? Ist sie schon mit jemandem gematcht? Oh, ich bin... Oh! Zu viel umzuzählen. Fuck. Wir hatten nur einen Kampf. Wir hatten nur einen Streit. Dieser Bastard, hast du einen Namen? Taylor. Ich möchte es nicht wissen. Ich werde damit klarkommen, wenn ich sie finde. Ich denke, Jabba ist unsere einzige Option. Guck mal nach und lass mich wissen, was der letzte Post war, den sie gemacht hat. Kannst du das nicht selber nachgucken? Sie hat mich blockiert. Ich kann überhaupt nichts sehen. Lass mich einfach nur wissen, falls du was findest, oder? Und sei schnell. Okay, das Game hat gespeichert und damit würde ich sagen, das war der erste Part von, warte, wie heißt das Game nochmal? Simulacra. Falls ihr mehr wollt, liken und das nächste Mal wieder einschalten, Leute. Also bis dahin und ciao.